Turbine TV wird Ihnen präsentiert von der AOK Nordost, die Gesundheitskasse. Nach der ärgerlichen 2:3 Niederlage zum Saisonauftakt in Frankfurt wurden die Turbinen im mit Spannung erwarteten Ostderby gegen den FFUSV Jena natürlich unbedingt gewinnen. Und es ging auch richtig gut los für die Potsdamerinnen. Lara Praschnika im Strafraum und sie versetzt Ex-Turbine-Keeperin Inga Schuld mit dem Schlenzer ins lange Eck. 1:0 für Turbine. Frühe kalte Dusche also für Jena, aber die Thüringerinnen waren keineswegs geschockt, ganz im Gegenteil. Sie setzten die Turbine-Abwehr unter Druck und in der 22. Minute überwindet Jitka Chlastakova Vanessa Fischer sogar zum überraschenden Ausgleich. Und es kam noch schlimmer. Nach einer halben Stunde Ecke für den USV, Vanessa Fischer greift am Ball vorbei und Maren Tellenbrücker schiebt dankbar ein. Aber wurde Turbines neue Nummer 1 hier im 5-Meter-Raum nicht attackiert, also gefoult? Doch die Proteste von Vanessa Fischer und Johanna Alsig wurden von Schiedsrichter Mirka Derlin ignoriert. In Frankfurt hatte Lara Praschnika zweimal den Ausgleich besorgt und auch hier ist der Turbine-Goalgetter zur Stelle. Die lange Ecke war an diesem Sonntagnachmittag offenbar ihr Freund. Gerade einmal 6 Minuten hatte die Gästeführung angedauert. Jetzt treten die Turbinen völlig auf und Ecken können sie auch. Neuzugang Malgorzata Mesiasz köpft die Führung nur eine Minute nach dem Ausgleich. Und munter ging es jetzt weiter. Jena in Schockstarre. Nina Ehegötz nutzt das aus zum 4:2. Ein sehenswerter Treffer war ihr da gelungen. Kurz vor der Pause dann sogar noch das 5:2. Ein kurioses Tor. Johanna Elsig und Rahl Kiewicz köpfen den Ball nur an den Pfosten. Aber Viktoria Schwalm steht goldrichtig. Und wie sie das macht, das ist einfach sehenswert. Ein Abstauber mit ganz feiner Technik. Eine furiose erste Halbzeit. In der Pause mussten beide Mannschaften erstmal durchatmen. Es war einfach ein bisschen unruhig, sehr hektisch, Fehlpässe. Und wir dürfen nicht vergessen, wir sind doch eine sehr junge Mannschaft. Aber je länger das Spiel gedauert hat, desto sicherer wurden wir. Und wie gesagt, es ist schon nach dem 2:1-Rückstand, dass man da noch schnell zurückkommt und die Moral beweist, dass man dann so schnell auch noch in Führung geht. Das ist schon sehr gut und da bin ich auch stolz auf die Mannschaft. Der zweite Durchgang konnte erwartungsgemäß nicht noch einmal mit 7 Toren aufwarten. Aber einmal durfte doch gejubelt werden. Viktoria Schwalm vollendet zum 6:2. Turbine in der zweiten Halbzeit mit einer starken spielerischen Leistung und es hätten gut und gerne noch ein paar mehr Tore fallen können, doch Viktoria Schwalm hier mal nicht treffsicher. Insgesamt ein gutes Ergebnis aus unserer Sicht, wo man schon gesehen hat, dass in der Offensive viel verbessert wurde im Gegensatz zum Spiel in Frankfurt und darauf können wir aufbauen. Und natürlich müssen wir, das wissen wir auch, in der Defensive noch ein bisschen was tun, dass wir einfach noch ein bisschen stabiler stehen. Aber dennoch, Turbine schlägt Jena mit einer sehenswerten Leistung 6:2 und fährt damit die ersten 3 Punkte der noch jungen Saison ein. Es waren hohe und tiefe und dann ja, am Ende haben wir gewonnen, 6 Tore geschossen, was will man besser?